Hallo und herzlich willkommen bei Campus TV. Ich bin der Christoph. Und ich bin die Giselle. Und wir waren heute für euch unterwegs und haben euch über das Thema Jodel befragt. Was dabei rausgekommen ist, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß dabei. Die Jodel-App? Nee, habe ich nicht, kenne ich nicht. Was ist denn das? Hast du noch nie davon gehört? Nein, nein. Kann man da jodeln als Bayer oder was? Bayerische Jodelgesänge sucht man hier vergeblich. Die sogenannte Jodel-App ist vor allem unter Studenten beliebt. In einem Radius von 10 Kilometer wird sich hier über Uni-Alltag, Hausarbeit und die letzte Party ausgetauscht. Und das ganz anonym. Die nützlichen Tipps, lustigen und so manches Mal auch peinlichen Geschichten können bewertet werden. Wer up- oder downvotet, erhält dafür Karma-Punkte. Umso mehr davon, desto besser. Die Bayreuther Studenten bezeichnen sich selbst als Jodelhauptstadt. Echt? Tatsächlich? Ja, der Wahnsinn. Das wusste ich ja noch gar nicht. Aha. Guten Tag, hast du die Jodel-App? Ja. Nein. Nein. Wir haben davon gehört, aber wir haben sie nicht. Seid ihr eher aktiver oder passiver Jodler? Naja, kommt drauf an. Also eher passiv. Willst du uns verraten, was du gejodelt hast? Ich hab im Moment drüber nachgedacht, was ich gejodelt habe. Einmal, als ich zu Hause war, da wird übrigens kaum gejodelt, habe ich gejodelt Home Sweet Home. Es wurde allerdings dann raus gedisliked. Ich hab gar keinen erfolgreichsten Jodel. Kommt drauf an. Also wenn was von M1 kommt, finde ich das immer sehr lustig. Manchmal sind die Witze ein bisschen kacke, so, aber da muss man durch. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir echt ganz gut. Das ist mir zu intim. Immerhin geht es ja um die Anonymität bei Jodel. Was ist dein Karma-Stand aktuell? 10.000 oder so. Schon 8.000 oder so, irgendwie sowas. 168 Karma-Punkte. Wow.